So, welches ist denn das jetzt? Wie viel gibt's hier denn? Fünf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, Datacon 32 folgt in Kürze. Interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass es genau das ist. Ah, ne, hier betretet. Ah, hier haben wir das mit der Fabrik. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das was mit Bewegen zu tun hat, weil hier die ganze Zeit so ein Kran hin und her läuft. Wo? Das hörst du doch, immer so ein Hin- und Herfahren. Das... Keine Ahnung, wo das ist. Den Eingang zur Falle. Im nächsten Raum läuft dann eine Reihe Druiden vorbei, von denen einige abgeschaltet sind und einige ins Ziel genommen werden können. Lauf in einer vorbei. Besten zum Fahrstuhl kommst. Fahr mit dem Aufzug nach unten, Zimmer. Zu deiner Rechten siehst du vier Schleusen, die von einem Raumende zum anderen reichen. Unter der zweiten Schleuse ist ein Loch. Warte mal, wo sind wir hergekommen? Ja. Kira. Mal gucken. Ich habe ja die Bilder hier vor mir. Ist das das hier? Das ist ein Storybereich für mich. Da komme ich rein. Ich gucke gerade, ob das das ist, aber es scheint mir nicht so. Kommst du da rein? Ich komme hier rein. Das ist Gruppenphase. Das wird Zielanlage. Nötiger Umweg. Rette die Adleraugen. Nee, also das ist eine Quest, da war ich schon drin, aber ja, kannst du theoretisch machen. Ich glaube nicht, dass das Datacon abhängig von sowas ist. Nee, ich suche halt gerade einigermaßen das Bild. Das ist definitiv nicht hier. Ach, sie hat doch hier die Koordinaten, ich Dulli. Doch nicht hier. Ein Loch im Boden. Oh, hier ist erstmal ein gelber Lootstrahl, danke. Oh, jetzt nervt mich der. So. Koordinaten. Wenn du Loch im Boden findest, sag mal bitte Bescheid. Vor allem Loch im Boden, das bedeutet eigentlich, wir müssen nach oben rein. Weil warum sollten wir noch unter der zweiten Schleuse ist ein Loch im Boden. Das Loch ist dort und führt direkt zum Datacon. Springe vorsichtig die Rohre hinunter. Ja. Wir müssen nach oben. Wir müssen von oben runterspringen.
Ja, dann das heißt, dass es da definitiv einen Fahrstuhl geben wird. Ich meine, diesen hier. Ach, den werfen wir mal einen hoch. Das meine ich. Und von oben halt dann irgendwo von aber dieser. Aber hier steht ja, fahr mit dem Fahrstuhl runter. Das ist ja der einzige Fahrstuhl hier drin. Hier gab es keinen anderen Fahrstuhl. Weil ein Jump'n'Run können, muss ich sowieso mehrmals im Fahrstuhl fahren, also. Meinst du die nicht rechts? Oder diese Ticks? Warte mal. Hier ist auch noch ein Fahrstuhl runter. Ja, die macht das alleine. Oder sind wir von dem Rot gekommen? Rechts. Warte mal, wir sind von dort gekommen, sind dann so lang gelaufen. Hier, hier sind abgeschaltete Skurrilen, was gemeint wurde, und einer, den man besiegen kann. Hier ist auch noch mal ein Fahrstuhl. Da hinten war auch einer noch. Ich fahr jetzt mal ganz kurz mit dem hier runter. Nicht zu viel Damage, nicht zu viel Damage. Passt. Jetzt. Nicht da wo wir hin sollen, glaube ich. Das ist auch nicht das Bild, was angezeigt wird. Kannst du mir das Bild im Discord schicken? Zum Glück. Das, ich habe das hier gerade alles auf der Internetseite. Ah, okay. Offen. Junge, das ist mein Generator. Bald kann man hier vielleicht irgendwo runterspringen. Ja, runterspringen kannst du überall. Ja, du weißt, was ich meine. Nee, sieht nicht schon aus. Nicht gestochen? Nee, noch nicht. Ich wäre aber fast runtergeplumpst. Ich bräuchte mich eigentlich nur auf an die Koordinaten halten, oder sind wir hier sowieso ganz falsch? Ja, okay. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Wenn ich da lang renne, wird es höher. Es müsste also in diese Richtung sein. Kann man hier drinnen. Kannst du nicht gleiten? Oh. Das ist immer mit dem Fahrstuhl definitiv falsch. Ich hatte ja noch einen Fahrstuhl gefunden. Was war denn der erste Satz, den sie gesagt hat? Irgendwie. Welchen Fahrstuhl man nehmen sollte? Stand irgendwas? Eingang Druidenfabrik auf Balmor. Betrete die Fabrik und biete direkt nach den ersten, nach der ersten Mobgruppe Richtung Westen ab. Das wäre dann links rum.
Ike, anstelle da jetzt rechts geradeaus ist noch ein Fahrstuhl. Rechts sind wir schon. Ja, warte mal, ich gucke gerade. Achso. Druidenfabrik Montage, das wäre dann hier runter, rechts rum. Weil das ist wieder Adleraugen. Ne, warte mal. Ne, da war mal richtig rechts rum. Wir sind nicht von da gekommen. Wir sind markanisches Flachland. Ne? Wir sind von hier auf der, aus dem Raum rechts rum sind mal gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt geradeaus. Aber hier geht mir auf den Sack. Alter, was willst du denn? Hau doch mal ab! Aber Ike, laut Map ist das hier Westen. Aber da hinten waren wir doch schon. Ja, aber da ist noch einer. Das wollte ich dir, habe ich dir eben schon versucht zu erklären. Ja, bei dem waren wir doch. Nein, noch einer. Brüll mir nicht so ins Ohr. Bei dem waren wir doch aber gerade eben. Wir sind immer hier rechts, wo dieses Ausrufezeichen Dingsbums da ist. Aber hier geradeaus ist noch einer. Das habe ich halt einfach nur die ganze Zeit gemalt. Okay, das war knapp. Und hier waren wir noch nicht, oder? Warte mal kurz. So. Diese Töne habe ich immer gehört. Wir sind hier richtig. Diese Bewegung, diese Töne habe ich immer von unten gehört. Ja, was sagen wir denn die Koordinaten, wo wir hin müssen? Was war denn das jetzt? Ich habe eine Nachricht gekriegt. Hier auf jeden Fall an der Seite. Warte mal, ich mach mal ganz kurz die große Map auf. Drei ist hier. Das müsste rein theoretisch da unter diesem Fließband sein. Alter! Alles klar! Hat der mich hier gerade runtergebaut, der Hund? Was ein Arsch! Ich hab's hier gerade gehört. Ah, hier. Hab's. Okay, erstmal sprinten ausschalten auf jeden Fall. Hier die Ritter. Sprinten aus. Oh! Nein! Oh, ich hab's geschafft. Es hat gelegt, leck mich doch. Du
bist an mich gesprungen und dann zur Seite gerutscht. Ich hatte einfach nur seit dem ersten Sprung ein Standbild. Oh, Beherrschung plus 4. Oh. Jetzt ist er jetzt wieder raus. Aus dieser Drecksfahrstuhl. Da in die Richtung musst du. Lass mich in Frieden, Kira, mach du das. Sprinten erstmal wieder. Und ich gebe dir den Tipp, schalte Sprinten aus. Hä, wo ist Kira? Die ist noch irgendwo da oben. Meine aber auch. Alter, ich bin fast tot und die nichts macht. Hey, deine kommt jetzt! Wird der das Gesicht von deiner Kira unten noch angezeigt? Ja, ich kann aber irgendwie gerade auch nicht mit der interagieren, also nicht rechts. Ich kann ihr nicht wegschicken. Ja, dann hängt sie irgendwo fest. Na. So. Kann sich dann hoffentlich teleportieren. Ich muss jetzt auch. Ich muss in die Richtung dort. Ich muss erstmal die Gruppenphase dort machen. Kurzes Spiel. Das geht so nicht. Ich werde die Internetseite aber offen lassen, ne? Weil hier gibt es ja insgesamt 5 Datacrons. Da können wir dann mal nachlesen, wo wir den Schlüssel für das Ene herkriegen. Welches. Sind die jetzt alle im Stream suchen? Welches haben wir? Wir haben 28. Das ist sogar das allererste, was hier angezeigt wurde. Cool. Reise auf Balmoral, oder? Betrete die balmoranische Waffenfabrik durch den vor dir linken Eingang. War nicht in der Okay, wir sind im rechten Eingang rein. Wir können dann nochmal in den linken reingehen. Wow. Okay, Kira. Wäre schön, wenn du mir auch mal was übrig lassen würdest. Ihr habt uns gerettet. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand weiß, dass wir hier sind. Die Imperialen wollten uns für Zielübungen benutzen. Wir schulden euch was. Euer Leben schuldet ihr mir. Bringt euch in Sicherheit. Wir werden laufen, bis wir keine imperialen Flaggen mehr sehen. Danke nochmals. So, und jetzt muss ich... Fahrstuhl. Wow. Ja, ich warte immer noch am Fahrstuhl. Echt jetzt? Hast du nicht diese Heiloption, die ich auch habe, dass du einfach runterspringen kannst? Wie runterspringen kannst? Na, ich kann ja dann Meditation benutzen und damit heile ich mich. Hast du das nicht? Hi, Darko. Tschüss, Kira. Ich habe aber ja wegen Kira rejoined, weil die bei mir verbuggt war. Ja klar, aber ich habe zum Beispiel bei mir auf der Null Selbstprüfung, das ist Meditation, die habe ich seit dem ersten Tag an. Damit kann ich mich healen. Und auch Verbündete. Ja, die habe ich weggeschmissen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss komplett raus hier. Jetzt vermisse ich meine Kira. Die ist gerade irgendwo in einem Kampf. Ah ja. Naja, hat sie Pech.
irgendwie klar, dass die alle respawnt sind. Hä? Die hat gerade gesagt, jetzt geht's los und... Da ist er. Kira, mal bitte einmal auf Heilung, damit du uns wieder heilen tust. Danke. Jetzt ist er. Kira ist eine Magierin, jetzt unsichtbar gemacht. Ei, ei, ei. Juhu, ich habe auch das scheiß Datapan endlich. Ja, und auch hier unten sind sie natürlich respawned. Ist ja klar. Naja, klar, warum nicht? Warum soll ich nur das Pech haben, dass sie bei mir respawnen? Das ist aber bei weitem nicht. Datacon 29. Da sind wir bei weitem nicht. Ich überlege gerade, ob ich hier unten noch den Rest aufdecke alles. Nee, mach ich ein andermal. Wo muss ich überhaupt hin, bevor ich mich jetzt irgendwo hintippe? Da hoch. Warte mal. Ich dachte, du wolltest jetzt den Dingsbums noch machen, den zweiten Eingang. Bei dem bin ich gerade rausgerannt. Da ist nichts mit zweiten Eingang irgendwie. Datacron. Das sind die zwei Eingänge, die in einen Raum führen. Also gut. Hier sind alle Trauma-Kits, die ich gefunden habe. Die Imperialen werden sie nicht vermissen. Unsere Jungs schießen, um zu töten. Entschuldigt die Verspätung. Diese Imperialen zu umgehen hat etwas länger gedauert. Wie sieht denn der aus? Holy shit. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Schön, dass ihr hier seid. Es war gute Arbeit, diese Einrichtung und ihre Patienten zu retten. So schlecht sieht der Widerstand hat bereits zugestimmt, uns bei der Suche nach dem Tarnprototyp zu helfen. Dieses fortschrittliche Gerät, das ihr sucht. Der Widerstand kann seinen Aufenthaltsort eingrenzen, aber wir brauchen Zugang zum feindlichen Computernetzwerk. Der einzige Zugangspunkt ist in Sobrik, wo es nur so von Imperialen wimmelt. Soldaten, Kampfläufer, schwere Bomber. Ein netter Ort. Ich werde einen Weg hineinfinden, wenn ich dafür die ganze imperiale Armee ausschalten muss. Ein Frontalangriff? Das wäre Selbstmord. Sobrik wird von Strahlenschilden geschützt. Ich glaube, dass wir die imperialen Streitkräfte schwächen können, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Das Imperium hat mehrere Comrelais um Sobrik herum errichtet, die mit anderen imperialen Festungen verbunden sind. Ein Frühwarnsystem. Großartig. Sobald wir angreifen, rufen sie noch mehr Truppen, um uns zu töten. Oder wir lassen die Imperialen glauben, dass wir ihre anderen Stützpunkte angreifen. Wir infiltrieren diese Comrelais, lösen einen falschen Alarm aus und locken ihre Verteidigung von Sobrik weg, wodurch es angreifbar wird. Ich bezweifle, dass das Imperium seine Comrelais unbewacht lässt. Die Comrelais werden von fortschrittlichen imperialen Kriegsdroiden bewacht. Sehr schnell und extrem tödlich. Ich bin nicht mehr flink genug, um diese Droiden zu besiegen. Ihr schon. Und dann kann der Widerstand das imperiale Computernetzwerk überfallen und herauskriegen, wo sie dieses Tarn-Dingsbums aufbewahren, das ihr sucht. Benutzt dieses Datenpad an den Comrelais, um die falschen Notsignale hochzuladen. Ich werde mir einen guten Beobachtungspunkt suchen und euch über unsere Fortschritte in Sobrik auf dem Laufenden halten. Seid vorsichtig. Die haben ja alle nichts mehr zu tun hier. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Oh.
Genau. Bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Okay, das Datacron 32 ist das mit dem Schlüssel. Davon steht hier nämlich nichts. Okay. Ja, die anderen, die werde ich wärmer holen, wenn ich nicht streame. So habe ich das ja bis jetzt immer gemacht. Achso, ich muss erst mal zurück die andere Quest noch abgeben. Das ist echt diesen riesen Umweg? Ich fahre der gelben Linie nach. Hast du mal geschaut, wie lang das dauert? Nicht lang. Im Vergleich dazu, dass ich da bin, dauert es doch lange. Ich fahre einfach querfeldein. Ich bin aber nicht du, Darko. Schon mal daran gedacht. Ich weiß, du bist noch schlimmer als ich, was das angeht. Darum dachte ich, dass du das erst recht machst. Ich fahre jetzt sowieso mal ganz kurz woanders hin, bevor ich zur Quest fahre. Mich reizt das Raumschiff da hinten. Ich weiß, dass man bei dem irgendwas kriegt. Wenn ihr was seht, das euch gefällt, ruft mich an. Verlorener Kotzylinder. Oh, die können bei einem Schrotthändler verkauft werden. Geil. Okay, der hört sich interessant an. Den kaufe ich mir jetzt einmal. Verkaufen. Oh, warte mal. Beehrt ich habe hier was wieder. Zu öffnen. Was? Premium Extrakt, Dallo, irgendwas Reste, okay. Seht euch ruhig um. Alles, was ihr hier seht, ist zu verkaufen. Das auch. Der Blaster kann weg. Der Gürtel kann weg. Das kann weg. Kaputte Waffe kann weg. Das kann weg. Beehrt uns doch wieder. So. Ich weiß, dass nämlich bei dem Schrotthändler, das will ich noch von Sith-Seiten, manchmal eine Truhe ist, wofür man diesen Zylinder braucht, um die Truhe zu öffnen. Mhm. Und da gibt's halt, ja, Sachen. Sith-Seiten waren ja eigentlich mal recht gut. Ich habe mich nur daran erinnert, dass ich die ganze Zeit schon so einen Schrott aufbewahrt habe, den man beim Schrotthändler verkauft hat, und das war zufällig einer. Du meinst sowas wie Java-Schrott, geplünderter Schrott und Druidenteile oder sowas? Ja.
die verkaufe ich nicht. Die werden woanders benötigt. Aber die Karten. Steht, kann bei einem Schrotthändler gegen Spezialgüter verkauft werden. An Vermächtnis gebunden, kann bei einem Schrotthändler gegen Spezialgüter, darunter auch Artefakt, Handwerksmaterial und Gefährtenanpassung eingetauscht werden. Das ist der Java-Schrott. Geplünderter Schrott kann bei einem Schrotthändler gegen Spezialgüter, darunter auch Premium-Handwerksmaterial, eingetauscht werden. Druidenteile kann bei einem Schrotthändler gegen Spezialgüter, darunter auch Prototyp-Handwerksmaterial, eingetauscht werden. Deswegen verkaufe ich die nicht beim Schrotthändler, sondern auf der republikanischen Flotte. Aber hast du doch 10-mal jetzt eben vorgelesen, Schrotthändler. Kann bei einem Schrotthändler verkauft werden oder gegen Spezialgüter. Ich tausche die ein, ich verkaufe das. Das sind bei mir 3 Slots, was das nimmt. Ich habe die ja auch nicht verkauft, ich habe die eingetauscht gegen Spezialgüter. Ich habe das bei einem Schrotthändler, beziehungsweise in dem Fall einer Schrotthändlerin, gegen Spezialgüter eingetauscht, ja. Warum soll ich das auf der Flotte machen? Aber willkommen zurück. Das Satellitensystem wurde ausgeschaltet und die Schlacht ist vorbei. Ich habe schon einige intensive Einsätze hinter mir, aber das, sagen wir einfach, die Käferstadt hat noch nie so gut ausgesehen. Wir halten das Imperium mit letzten Mitteln auf. Ich hätte sicher keine gefangenen Zivilisten befreit. Als Jedi hatte ich keine andere Wahl. Aber das Richtige ist nicht immer das Beste. Auf jeden Fall würden wir in einem riesigen Bombenkrater stehen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich danke euch. Balmorra ist noch lange nicht erobert. Was plant ihr als nächstes? Wir müssen in die bewohnten Gebiete vorstoßen und die Einheimischen kontaktieren. Unsere nächste große Offensive gilt dem imperialen Hauptquartier in der Stadt Sobrik. In der Nähe befindet sich eine ziemlich große balmoranische Widerstandszelle. Meg Talrod, der Anführer des Widerstands, hat unsere Hilfe angefordert. Aber das Satellitensystem hatte uns bisher davon abgehalten. Ich würde euch gerne schicken. Jeder, der gegen das Imperium kämpft, hat mich als Verbündeten. Meg ist ziemlich patriotisch. Eure Einstellung wird ihm gefallen. Ich berichte Meg, dass ihr euch auf den Weg macht. Er wird euch erwarten. Ich muss mich jetzt wieder um die Truppen kümmern. Wir sehen uns sicher bald wieder. So, nochmal zu den Sachen. Den Java-Schrott kannst du nur bei Javas eintauschen. Das ist am besten auf der Flotte, weil du dort auch direkt Javas hast, wo du Sachen dafür kriegst. Ja. Den Java-Schrott, den habe ich auch noch. Wo geht's denn jetzt hin? Oh, leck mich am Arsch. Ich will jetzt mal gucken, ob man die Kiste damit öffnen kann. Was hast du denn gekauft da hinten? So einen komischen. Keine Ahnung, wie ist denn das Teil? Kotzylinder. Ein Zylinder mit Kot. Natürlich greift mich wieder an, die Hunde. Klappt damit! Datacron ist da. Musst du nochmal zurückfahren. Vor allem die Zeit hätte ich die ganze Zeit nutzen können. Ich warte und warte. Beherrschung plus 4. Ja, es gibt sowieso nur noch Beherrschung. Warte mal, jetzt muss ich ja zurück. Ich muss ja diesen komischen Raumgleiter nutzen da. Und von dem habe ich die ganze Zeit auf dich gewartet. Ich habe es jetzt einfach mal just for fun versucht, also. Weil zu dem Datacron steht halt auch nichts hier auf der Internetseite. Und die ist schon. Keine Ahnung, wie alt. Flashpoint, Taral 5. Kennen wir das? Ich komm nicht mehr zu dem Händler. Wie? Ich bin gerade gestorben. Das stand außer Reichweite des Spielgebiets.
Ich bin einfach ganz normal über die See rübergefahren. Wie beim letzten Mal. Batsch! Wo bist du denn gestorben? Ich kann hier rüberfahren. Ich weiß es nicht, ich fahre ja jetzt gerade auch wieder rüber. Bin vielleicht etwas weiter rechts gefahren. Kann daran gelegen haben. Ich bin ja vorhin von rechts angekommen. Ich denke mal, du bist weiter nach links gefahren. Weil da ist Map-Ende. Ja gut, rechts ist auch Map-Ende. Wie hieß das Ding jetzt? Zylinder. Codezylinder. Ist so ein komischer langer Stab. In ihr Arm danach. Ach komm, du smaggelt jetzt sich, ey. Ja. Letztes Mal. Ich habe aktuell 800.000. Gut, dann habe ich nicht mehr Geld dazu. Ja. Warte mal, Tarai 5, das kennen wir doch schon. Oder täusche ich mich da jetzt? Ja. Aber ich glaube auch wieder auf Sith Seiten. Aber der Handlungsbogen geht noch hier weiter, meine ich. Ja, nee, das ist wieder Flashpoint. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Flashpoint ist doch ganz normal. Dann kennen wir den Flashpoint Taral. Okay, wir sind jetzt bei den Koordinaten. Haben wir da irgendwas? Tatsächlich haben wir hier was. Wieder ein Holocron? Datacron? Ich glaube, da muss man zu zweit sein. Ja. Du brauchst einen Spieler dazu. Ja, kannst du sowieso erwarten. Das würde ich aber sagen, das machen wir offscreen halt. Jetzt im Stream. Muss ich nie jetzt mal raustappen. Ich weiß, dass wir jetzt von der Internetseite das erste Datacron haben. Da komme ich nicht mehr durcheinander. Und das letzte haben wir. Da fehlen nur noch die drei in der Mitte. Das können wir ja dann zum Schluss machen, wenn ich aufhöre mit Stream. Das Map. Da lang. Wobei, hier dürfte das nicht. Ist das da drinne? Wenn das jetzt hier drin ist, können wir das klein machen. Wo ist das denn? Okay, drin ist es auf jeden Fall nicht. Ha, okay. Schilderschild. Der Speeder gibt aber echt Gas. Frühwarnsystem. Wenn ich daran denke, wie lahm die auf bei Alderaan waren, ist das hier ja ein Düsenjet. Hab dich gerade ankommen sehen. Da hinten haust du ab. Hinterher! Nee, bitte nicht. Was heißt denn bitte nicht? Du willst mich vergewaltigen? Hilfe! Warum sollte ich dich vergewaltigen wollen? Dich! Weil du Darko bist?
Weil du der Darko bist. Oh, ich muss eh hier hin. Geh mal. Du stehst noch auf Heilung, heil mich, während ich das hier mache. Das Imperium hat ein ganzes gepanzertes Bataillon mobilisiert. Ihr macht es groß. Irgendwie fuchst mich das an, dass ich die ganzen Nebenquests liegen lasse. Oder hat man halt keine Zeit? Naja, Zeit schon, aber die sind halt sinnlos. Aber es ist trotzdem ja noch Story in gewisser Weise. Du kannst es ja auch machen, also. Haltet den Druck auf. Bin ich ja 19 Jahren hier. Da, wieder taufrisch. Da war ich doch gerade. Ah, jetzt. Ausgezeichnet. Zobriks Verteidigung wurde auf ein Minimum reduziert. Das Widerstandsteam dringt jetzt ein. Am besten folgt ihr ihnen und behaltet sie im Auge. Von dieser Mission hängt zu viel ab. Ich sorge dafür, dass unsere Verbündeten lebend zurückkommen. Das Widerstandsteam hat ein Fahrzeugdepot als günstigsten Zugangspunkt zum imperialen Computersystem ausgemacht. Übertrage jetzt die Koordinaten. Ich werde weiterhin Sobek beobachten. Das Witzige ist, ich erinnere mich an viele dieser Bereiche hier. Passt auf unseren noch 1:1. Over und Ende. Los. Schnell stirbt niemand. So, Kira, du darfst jetzt gleich wieder Spaß haben. Oh. Ah, okay. Au. Ah, Präzision minus 312, Angriffskraft plus kritischer Treffer plus Ausdauer minus Beherrschung plus. Passt das zu meinem. Was ist denn das? Interotech. Nee. Irgendwie passt mein ganzes Ding sowieso nicht zusammen. Ganz komisch. Höherer Fokus. An Vermächtnis gebunden taktisch. Ausrüstung. Kampffokus erzeugt eine Ladung der Machtklarheit Fähigkeit. Du bist ziemlich tödlich. Was? Juggernaut-Hüter Taktikgegenstand. Okay. Ich weiß nicht, seit wann ich sowas hab. Aber okay. Oh, Scheiße, ich wollte die Tür noch auf Schaden stellen.
Was war das für ein Lobo-Psiff? Ach, die steht auf Schaden. Oh, okay. Boah, mir kam... Da ruht sich ein Ziff aus. Hier kam gerade einer angesprungen bei mir. Läuft. 2 Stunden 4. Da pümmel ich mich hier mal ganz kurz in der Ecke. Wow. Geh mal halt von der Seite hoch. Danke, Altur, dass ich wieder so genervt werde. Machen die doch gerne. Ach, schon wieder Armschienen. Ey, kommt, ich bitte euch. So. Da. So. So, und ich mache ein kurzes Päuschen und bis gleich.